weil eben die Realität ist Geriatrie das Fach der Zukunft. Dir sind Lebensqualität, Selbstständigkeit und nur Positives für deine Patientinnen und Patienten total wichtig? Hier erfährst du mehr über das Fach Geriatrie, in dem genau das möglich ist. Wir in der Geriatrie, wir kümmern uns wirklich darum, dass unsere Patienten, wo man vielleicht primär denken würde, da geht es um nicht mehr viel, eine Zukunft haben, und zwar dort, wo sie Lebensqualität finden, wieder nach Hause kommen. Unsere Patienten sind ja meist multimorbide, sprich haben viele chronische Erkrankungen, und dann setzt sich durch ein Unglück zum Beispiel noch eine akute Erkrankung drauf. Das ist zum Beispiel eine Lungenentzündung oder auch ein Knochenbruch. Und das kann normalerweise der Grund sein, dass jemand nicht mehr in der Lage ist, sich selbstständig, selbstbestimmt zu Hause zu versorgen. Und durch dieses Behandlungskonzept der frührehabilitativen geriatrischen Komplextherapie, wo wir als geriatrisches Team mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, dem Sozialdienst uns darum kümmern, dass der Patient wieder auf die Beine kommt, wieder fit wird, schaffen wir das ganz häufig, eine anfänglich verfahrene Situation, wo die Patienten und auch die Angehörigen wenig Hoffnung hatten, dass es wieder nach Hause geht, diese Patienten auch wieder ins häusliche Umfeld zu kriegen. Ganz befriedigend. Ja, die anderen Kollegen der anderen Fachrichtungen kämpfen mit der kontinuierlichen Liegezeitverkürzung. Es soll immer mehr Diagnostik in immer kürzerer Zeit gemacht werden. Wir aber haben ein Behandlungskonzept, das schon von der Anlage her auf Minimum 14 Tage angelegt ist. Drunter geht es gar nicht, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben genügend Zeit, die individuellen Probleme des Patienten herauszufiltern, zu erkennen, einen Behandlungs- und Therapieplan aufzusetzen, das dann auch umzusetzen und die Ergebnisse uns anzuschauen. Man kann dann auch noch mal ein bisschen modifizieren, wenn es an der einen oder anderen Sache hakt. Und man kann auch spezielle Bedürfnisse mit in diesen Therapieplan nehmen. Gutes Beispiel, es hat jemand ein Bein gebrochen und der muss, damit er selbstständig wieder zu Hause leben kann, 3 Treppenstufen überwinden, dann ist unser Therapiekonzept, er muss diese Treppenstufen überwinden. Das braucht Zeit, und diese Zeit, die haben wir. Ja, ich selbst habe 3 Kinder als Geriaterin. Ich glaube, das spricht schon für sich, und habe diese Karriere bis hin zur Chefärztin geschafft. Wenn Sie so eine relativ lange Zeit im Krankenhaus haben, können Sie die einzelnen diagnostischen Schritte gut planen. Und das kommt sowohl dem Patienten, der steht natürlich im Mittelpunkt unseres Handelns, das kommt dem Patienten zugute, dass wir das gut planen können, mit ihm besprechen können. Aber es kommt natürlich auch den ärztlichen Kollegen zugute, die genau wissen, dann und dann ist mehr Einsatz für meine Patienten an diesem und jenem Tag notwendig, und an den anderen Tagen kann ich dafür vielleicht ein bisschen früher nach Hause gehen. Das lässt sich planen, da lassen sich Kita-Abholzeiten planen, da lässt sich die Musikstunde planen, und da lässt sich auch relativ gut mal ein freier Tag planen, der sonst ein großes Loch reißen würde, weil eben Übergaben notwendig wären. Ja, die Geriatrie ist ein Querschnittsfach. Wir Geriater in Solingen sind von Hause aus Internisten, aber wir können unsere Patienten nicht alleine behandeln, denn die haben einfach auch andere Probleme. Die haben urologische Probleme, die haben neurologische Probleme, vielleicht auch gynäkologische, und die Verunfallten haben unfallchirurgische Probleme. Es gibt eine Subspezialität, nenne ich es jetzt mal, das ist die Alterstraumatologie. Da arbeiten wir Hand in Hand mit den Unfallchirurgen, Orthopäden zusammen. Wir behandeln diese Patienten wirklich gemeinsam. Die liegen in einem Bett, und nicht der Patient rennt immer zu dem einen oder zu dem anderen Arzt, sondern wir Ärzte treffen uns zur gemeinsamen Visite an diesem Patientenbett. Und das kommt dem Patienten natürlich zugute. Es gibt keine Verluste an Informationen, was ja in einer Klinik ein großes Problem ist. Naja, von der Politik gewollt, weil eben die Realität ist Geriatrie das Fach der Zukunft.
Wir werden immer mehr ältere Menschen haben. Und als Gesellschaft können wir es uns nicht leisten, nur dafür zu sorgen, dass viele Altenheime gebaut werden. Wir müssen uns darum kümmern, dass unsere Alten möglichst lange mit guter Lebensqualität zu Hause leben. Und dazu leistet die Geriatrie einen sehr, sehr wichtigen Beitrag im Bereich der Gesundheitsfürsorge. Ja, also die Geriatrie ist das Fach, das sich nur mit den positiven Aspekten beschäftigt. Wir haben zwar nicht die angenehmsten Voraussetzungen eines Patienten, wenn er chronisch krank ist und ein akutes Ereignis wie jetzt eben einen Unfall oder so hat. Aber unser Fokus ist durchweg positiv. Es geht um Lebensqualität, es geht um Selbstständigsein, es geht um nach Hause kommen, es geht um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Nur positive Dinge, und dazu tragen wir bei. Und das Größte ist, wenn ein Patient zu uns auf die Station kommt und nicht laufen kann, sich nicht selber versorgen kann, nicht alleine essen kann, und wir es durch dieses Behandlungskonzept schaffen, dass der auf seinen Füßen nach Hause geht. Das ist großartig und das macht uns allen wahnsinnig Spaß.